Hallo, Tag, ich grüße euch. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Void Train. Und ja, ich hab's gesagt, mit Kamera. Wir befinden uns, ja, nach unserer Reise immer noch auf unserem Züglein. Oder Choo-Choo. Wir haben alles ver... Hä, ist hier dasselbe drin? Ach nee, das ist mein Inventory, ich wollte schon sagen. Wir haben alles verbraucht, was wir haben. Essen und Trinken. Naja, wir könnten was essen. Ich wollte mal gucken, was der Flexi hier in der Vergangenheit... Alter, hier ist ja alles leer. Flexi hat nichts, das, ja. Das heißt, wir sollten erstmal... Was wollten wir eigentlich gebaut haben? Lass mal gucken. Research Table. Oh, Bandagen. Okay, und Sterilisierer und ein Kitchen. Ganz toll. Aber wir haben auch... Huch, wir haben an der Workbench auch, glaube ich, genau, Teile, die wir bauen können. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie wir... Wir hatten, glaube ich, auch die Erweiterung für den Zug schon gebaut. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ich mache erstmal den hier. Willkommen zurück. Und, achso, Bremse erst releasen. Ich muss jetzt mal wieder reinkommen. Ich hatte eine Aufnahmepause. Ich lasse ihn einfach so kullern, ne? Weil wir wollen ja ein bisschen was sammeln. Ich meine, so war das noch mit dem Rumhüpfen. So, Dirty Ice ist, glaube ich, trinken gewesen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Was haben wir da? War das Essen? Ah, ne, Chemikalien. Das war für irgendwas anderes. Ich weiß nicht mehr, was das war. Organisch war, glaube ich, zum Essen. Da ist Scrap Metal. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir so ein bisschen zusammenbasteln alles. Also zusammenkramen wieder. Bevor wir uns in den Wahnsinn stürzen. Und ich muss sagen, ich finde es immer noch ein sehr interessantes Game. Ich bin ganz, ganz gespannt, worauf das hinausläuft. Denn, wie gesagt, wir haben ja... Wir haben ja eigentlich fast noch gar nichts gesehen, glaube ich. Das ist ja erstmal das Anfang des Spiels. Und ich ruder mal wieder. Ruderpaule und so, weißt du? Denn ich glaube, in dem Spiel, da wird es noch viel, viel... viel, viel mehr geben, was drin steckt. Ich verfolge ja auch immer so ein bisschen die Twitter-Beiträge von den Entwicklern. Und was mich da manchmal sehe, das lässt mich schon immer... Oh, lässt mich schon immer erstaunen. Stimmt, wir brauchen ja immer Fett von diesen Viechern, ne? Haben wir beim letzten Mal gemacht. Jetzt fällt mir das ein. Diese kann man ja... Die kann man ja erschießen. Diese kleinen Wichtlinge. Wie ich sie mal nenne. So, und während der Zug gerade vor sich hin düst... Sammeln wir weiter. Immer schön gucken. Man kann mit Sicherheit irgendwann weiter raus. Also weiter weg von seinem Zug. Die Frage ist halt nur, kann man lange an einem Ort verbleiben? So. Okay, hier sieht es noch gut aus. Hier ist noch mal ein bisschen Eis. Nehme ich noch... Scrap Metal. Ich komme. Apropos Scrap Metal. Ich habe tatsächlich ein bisschen Satisfactory wieder angefangen, privat. Ich weiß nicht, warum ich das getan habe. Wenn das Video hier rauskommt, wahrscheinlich habe ich schon wieder keine Ahnung, wie groß meine Fabrik ausgebaut. Für einige Leute, die es vielleicht nicht kennen, Satisfactory ist quasi so ein Spiel, wo du auf einem fremden Planeten landest. Du musst quasi den Planeten so ein bisschen ausbeuten, um deine eigene Fabrikkonzern groß zu machen. Mit Förderbänder, mit Maschinen, mit Schmelzen und sowas, etc. pp. Und ja, das ist so eine Neverending Story. Aber ich spiele das sehr, sehr gerne, weil da kann man sich wirklich sehr kreativ auslassen. Und ich bin eigentlich ein Mensch, der es mag, wenn man so Freiheiten hat. Wenn man nicht gezwungen ist, bei einem Spiel irgendwas, ja, zu tun müssen. Sagen wir mal so, wenn ich das... Ist das ein richtiges Deutsch? Ich weiß es gar nicht. Wenn man es wirklich muss. Weißt du, wenn du wirklich die an der Hand Werkzeuge kriegst und sagst so, ja, hier, mach mal. Du kriegst das schon irgendwie hin. Ich meine, klar, du kriegst ein bisschen Tutorial auch erklärt und so, aber den größten Teil bei dem Spiel liegt ja tatsächlich daran... dass du freie Hand quasi hast beim Bauen auch. Und du musst halt alles optimieren. Das ist halt so heftig, wie ich finde. So, wir sammeln hier fleißig. Sollte auch immer ein bisschen nach unten gucken, ne, zwischendurch. Trinken und Essen ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Nicht, dass gleich auch unser Inventar voll ist. Oh, das nehmen wir auch nochmal mit. Ich weiß nicht mehr, wofür die Chemikalien waren. Die waren irgendwie zum Bauen von irgendwas. Oder kann das sein, weil wir ja hier unterwegs sind?
Jetzt fällt mir das gerade ein, beziehungsweise ich denke schon die ganze Zeit darüber nach, ob das so sein könnte. Jetzt sage ich es einfach. Ich sag's einfach. Kann es sein, dass diese Depots, die zwischendurch kommen, uns die Möglichkeit bietet, quasi da unser Zug auszubauen? Ist das vielleicht möglich? Kann das sein? Ist das the logical of Problemlösung? Ich weiß es gar nicht. So, ich würde jetzt gleich einmal ganz kurz anhalten, weil wir werden schon... Oh, wir haben Hunger. Es blinkt schon unten links. Ich würde einmal die Bremse ziehen. Wow. So, dann würde ich ein bisschen was reinpacken und was trinken und essen. Warte mal, das kann ich usen, ne? Essen, 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 essen. Trinken. Haben wir eigentlich genug. Dann würde ich hier vorne einfach wieder so eine... Ach komm, wir haben sogar Copperbar. Pass auf, dann machen wir hier die Ledersachen rein. Und hier Essen. Dann machen wir hier Essen rein. Wie geht das nochmal? Shift, ne? Genau, Shift, Shift. Das war, glaube ich, nicht zum Essen, ne? Most likely it's some kind of chemical against. Okay. So. Und dann machen wir hier einfach die ganz normalen Kissen. Scrap Metal, Scrap Metal. Den Barren packe ich auch nochmal gleich woanders rein. Hier mache ich Holz wieder. Aber wir brauchen unbedingt größere Kisten. Und wir brauchen eine Erweiterung von unserem Train. Unser Train sollte sich auf jeden Fall demnächst erweitern. Das steht schon mal fest. So, ich sammle nochmal ein bisschen. Nee, aber das ist so meine Intention. Also, wo ich so denke, das könnte das sein. Dass man wirklich, so use. Dass man wirklich vielleicht, das an den Depots ausbaut. Nee, Transmission nicht. Das wäre jetzt so meine Idee, dass das so da wäre. Aber ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das stimmt, was ich da erzähle. Aber lass uns erstmal überraschen. Wie gesagt, wir sind jetzt erstmal angefangen vor kurzem. Boah, Alter, da will ich ja gerne mal hin, ne? Das wäre mal sehr, sehr interessant. Holz. Holz ist immer gut. Ich sehe schon mal das Scrap Metal. Wir haben rausgefunden, wenn wir vom Zug gezogen werden und irgendwo... da kommen wir nicht mehr hin, ne? Warte mal, Bremse, Bremse. Und wir dann irgendwo anstoßen, dann nehmen wir Schaden. Da sollten wir auf jeden Fall auch aufpassen. Dass wir da nicht in die Bredouille kommen und uns selbst quasi vernichten. So, Bremse können wir wieder lösen. Das ist hier. Und dann rollt der Zug eigentlich schon wieder. Wir brauchen gar kein Gas geben. Fürs Erste würde ich sagen, das passt. Bin auch mal gespannt, ob man hier verfolgt wird später irgendwie. Der Anfang war ja schon so faszinierend. So, dann ruder ich mal. Erinnert mich tatsächlich auch ein bisschen an Breath Edge, ne? So mit diesem hier, mit dem Rumschweben. Aber Gott sei Dank braucht man hier keinen Sauerstoff. So, was ist das? Ob man das wohl auch abbauen kann irgendwie? Fragen über Fragen. Tutorial. Was? Was? The optical in the wall, in the way will not let you pass until are destroyed. You can destroy an optical obstacle by shooting at the explosive fruit in this body or by remaining at speed. Keep in mind that your trains, unit and modules... Okay, alles klar, ich verstehe. Wenn man, also man kann das auch mit Speed machen, wenn man durchfährt, man kann es aber auch schießen. Ich hatte eine Waffe. Ah ja, ich wollte schon gerade sagen. Aber dadurch nimmt natürlich der Zug Schaden. Okay. Das war jetzt natürlich ein Tutorial, ne? Beim nächsten Mal werden wir es nicht erklärt kriegen, oder beziehungsweise werden wir es nicht gemeldet bekommen, dass da was liegt. Das heißt, wir müssen so ein bisschen natürlich jetzt drauf achten. Auf unsere... Auf unseren Weg. On the road. Oder on the train. So. Herzlich willkommen. Das ist der Sonderzug nach Pankow. Oh yeah, yeah. Ich bin der Udo. Ja, der Sonderzug nach Pankow. Ja, 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 ja. So, das Eis nehme ich mit. Zu trinken ist immer gut. Und immer wichtig. Da ist Holz, ich sehe es schon. So, wir haben wahrscheinlich wieder irgendwelche tausend Sachen vergessen. Da ist zum Beispiel... Oh!
anhalten. Ob ich da noch hinkomme? Da, oh, da auch. Holy shit. Nein. Okay, warte. Ich fahr zurück. Ich hoffe, das geht. Bevor jetzt wieder die Bremse da, dieses Dings da kommt. Ich beeil mich mal. Oh, der kommt schon. Das Ding da hinten, ich glaube, das ist dafür da, dass man echt nicht mehr zurückfährt. Oh, da hinten haben wir auch Holz vergessen. Oh. Schneller, ich rudere ja schon. Schneller. So, jetzt kommen wir wieder in die andere Richtung. Ich wollte diesen Witz schon immer mal machen. Das ist halt... So. Okay, wir können mal auch mal eben was essen, glaube ich, nochmal. Use. Ach, es geht ganz rum, ne? Sehe ich gerade. Ach, das... Ach so. Dann sollten wir das auch usen, damit wir trinken und so auch mal voll haben. Das geht ganz rum. Ich habe gedacht, das ist nur die Hälfte. Okay. So, immer die Augen offen halten. Nach Scrap Metal, das ist wichtig. Und nach Holz. Das sind so unsere ersten Ressourcen, die wir hier brauchen. Ich weiß, es zieht sich jetzt am Anfang ein bisschen, auch die ersten Folgen. Das weiß ich, aber das ist bei jedem Survival-Game so. Also habt ihr bitte ein Nachsehen. Ich weiß doch, ihr guckt die Let's Plays doch nur wegen mir. Boah, das ist so... Das ist so widerlich, Eigenlob stinkt. Ihr könnt es ruhig sagen. So, Holz, habe ich was vergessen? Ich gucke nochmal nach hinten. Oh ja, Scrap Metal. Oh, ho, ho. Nein, du dumme Sau. Nein, bleib stehen. Ich muss zurückfahren. Scrap Metal nehme ich mit. Das ist so wichtig. Und da unten ist nochmal Holz. Ich komme gleich dran. Warte, noch ein Stück, Herbert. So, warte. Dann nehmen wir das noch mit. Zack. Und dann können wir eigentlich schon wieder zurückrudern. Aber ich finde es echt ein cooles Spiel. Es beruhigt auch ein bisschen. Ist natürlich die Frage, was da alles noch kommt, ne? Wir können ja auch noch mal ein paar von den süßen kleinen Mäuschen erledigen. Vielleicht kriegen wir ja da auch wieder ein bisschen Leder. Ach, guck mal an, Leder. Wir brauchen auch, glaube ich, Fett, ne? Fällt mir gerade ein. Fett haben wir, glaube ich, von den Dingern auch gekriegt. Oh, Holz. Ich weiß gar nicht, was es sind. Sieht aus wie Fische. So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Alles mitnehmen, was wir kriegen können. Besser ist das. So. Boah, ich weiß hier manchmal echt nicht, wo oben und unten ist. Man verliert hier... Alter, was? Du dumme Sau. Der greift einfach unseren Zug an. So, wo war das jetzt? Hier. So, das nehmen wir mit. Und dann wieder in die andere Richtung. Nein, nicht Bremse. Bitte einmal in die andere Richtung. Ich würde nochmal versuchen, ob wir, wie gesagt, gleich nochmal ein bisschen Fett kriegen von Tierchen. So, das nehmen wir mit. Ich habe da unten schon wieder Scrap Metal, glaube ich, gesehen. Dürfen wir nicht... Ich glaube, das Ding kommt näher. Da ist nochmal Wasser. Ja, das Teil ist näher gekommen. Aber ich glaube, es greift nicht an. Es ist einfach, glaube ich, nur da, wenn man die Grenze überschritten hat, dass man da nicht mehr zurück kann. Das ist immer so schwierig bei Survival Games. Was nehme ich mit? Was lasse ich da? Was nehme ich mit? Und nachher brauchst du das, was du liegen gelassen hast, brauchst du sowieso immer. Das ist immer so bei Survival Games. Das, was du liegen lässt, das brauchst du. Aber wo sind denn meine kleinen Tierchen?
Okay. Er hat nichts gedroppt. Und ich weiß, sie sind so süß. Warum schießt du die? Ich meine süß. So. Da. Oh, ich habe was gesehen. Halt, stopp, andere Richtung. Ich hab's doch gewusst. So. Ich würde einmal kurz wieder auffüllen. Weil so langsam wird es nämlich wieder voll, unser Inventar. Wir brauchen echt noch eine Kiste, ne? Das ist unfassbar. Das ist einfach unglaublich. Wir brauchen echt noch eine Kiste. Vor allem für Scrap Metal. Wir haben nochmal Leder. Können Leder uns um die Ohren hauen. So, das würde ich nochmal essen, weil Essen ist echt gerade irgendwie so Mangelware bei uns. Warum auch immer. Das grüne Zeug hatte ich hier drin, ne? Genau. Hier ist auch noch was Scrap Metal. Ach ja, wir haben ja keinen Platz mehr. Warte mal, was kostet uns denn nochmal eine Kiste? Wie baue ich denn nochmal? Crafting C? V? Nee. Ach, scheiße, wie mache ich denn das Crafting-Menü nochmal offen? Oder muss ich das an der Workbench machen? Nee. Fuck, wie baue ich das denn nochmal? Oh Gott, ich habe vergessen, wie man baut. T ist es. Okay, T. Storage, Regal, nicht Kiste. Zwei Barren und zwei Hölzer. Zwei Barren, zwei Hölzer. Das heißt, wir müssen einschmelzen. Dann lass es mal machen. Recipes. Ich hätte davon gerne vier, das wäre geil. Warte mal. Wir haben nicht viel Scrap Metal gekriegt, ne? Wenn ich es einmal so sagen darf. Achso, ich muss wieder auffüllen, ne? So. Katsching! Müssen wir auffüllen nochmal? Na, ja, es reicht nicht für beide, ne? Oh. Warte! Scheiße. Währenddessen kann ich mich nochmal eben schnell umgucken. Juhu! So. Holz habe ich. Holz habe ich. Brauche noch einmal Holz. Hier. Und dann können wir eigentlich noch eine Kiste bauen mit Tee war das jetzt, ne? Oh, Container 1 haben wir jetzt sogar. Was ist denn Container 1? Achso, das ist der. Dachte schon, der wäre größer. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Okay, wir können nur hier bauen. Ah, das wird schon sehr eng gerade hier alles, ne? Was machst du denn da? Pack dein Büchlein wieder aus. Ich möchte lesen. Rotate mit R. So. So. Dann würde ich, glaube ich, hier... Das wird sowieso alles anders werden. Was ich gesehen habe, was für Züge man alles später hat. Das geht auf keine Kuhhaut. So, das würde ich mal trinken. Und dann machen wir hier mal Scrap Metal rein. Hier Holz. Da ist auch Holz drin, ne? Okay, dann können wir eigentlich weiterfahren. Ja, so langsam wird's echt eng. Wir müssen gucken, dass wir vielleicht echt mal so eine Erweiterung kriegen. Müssen wir mal schauen. Ich habe die ja gebaut beim letzten Mal. Wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, wie man die einbaut. Müssen wir mal gucken. So. Oh. Ist wieder Scrap Metal. Wahrscheinlich habe ich schon wieder einiges übersehen. Nehme ich auch mit. Sonst heißt es wieder, hättest du mal mitgenommen, ne? Da ist auf jeden Fall Holz.
Holz für den Ofen zum Brennen brauchen wir ja auch. Wir brauchen es ja nicht nur zum Bauen, sondern wir brauchen es ja auch zum Brennen. Oh, warte mal, mein Ohr juckt. Ah. So, warte. Wir können ja noch ein bisschen zurückfahren, falls mal was sein sollte. Noch ist ja die Sperre hinter uns nicht angekommen. Und ich wollte ja auch noch ein bisschen Fett sammeln, ne? Wenn wir die Möglichkeit haben, irgendwie Fett zu bekommen von den Tieren. Das werden wir bestimmt nochmal brauchen. Aber dazu müssen die erstmal ein bisschen näher kommen. Aha. So, läuft eigentlich bei uns, ne? Bisher muss ich sagen, keine. Ist irgendwas auf den Schienen? Ich sollte zwischendurch mal gucken. Bisher keine Vorkommnisse. Wenn ich das mal so sagen darf. Finde ich gut. Bin ich ein Freund von. Wie gesagt, was ich sagen wollte, ja, ich weiß, es ist langwierig am Anfang, aber das ist jedes Survival-Game. Da müssen wir jetzt leider Gottes Namen durch. Es tut mir leid, dass es so ist, ich weiß, aber ja. Da müssen wir leider durch. Gemeinsam. Du, der das gerade hier guckt, ja, ich spreche dich an, genau. Du denkst dir wahrscheinlich gerade, um Himmels Willen. Ja, ich sehe dich mit deiner Cola da, mit deinen Chips und deinem Sprudelwasser und deinem Popcorn oder was auch immer du da gerade snackst. Ich sehe das. Ja, ja. Ey, hör auf, in der Nase zu popeln. Ich sehe das. Hör auf, lass das. So. Und zieh dir mal bitte was an. Sieht ja verboten aus. So. Da ist Holz. Kann nicht mehr lange dauern, bis wir wieder zu so einem Depot kommen, ne? Also ich schätze mal, dass das regelmäßig kommt. Und wir hatten ja, glaube ich, beim letzten Mal auch so eine Info irgendwie, dass wir uns wappnen müssen, ne? Oder rüsten. Das machte mir ein bisschen Sorgen. In der letzten Aufnahmesession. Deswegen bin ich da mal sehr gespannt, was uns da erwartet. Vielleicht haben wir ja gleich alles wieder verloren, weil wir gegen, keine Ahnung, irgendwie so ein riesen Ultra-Vieh kämpfen müssen und wir haben einfach gar nichts. Aber ich will doch erstmal nur looten und sammeln. Mein Loot-Durst wird gestillt, wenn ich hier lang fliege. Ist das Fliegen oder Schweben? Was ist denn der Unterschied zwischen Fliegen und Schweben? Fällt mir jetzt gerade mal so ein. Könnte man eigentlich gut darüber philosophieren, ne? Ist hängt das von der Höhe ab? Oder gibt es da überhaupt einen Unterschied? Also ist da überhaupt irgendwie ein Unterschied zu erkennen zwischen Fliegen und was? Alter, wo ist der? Oh, Fett. Nice. Danke und Fleisch. Lecker. Ist da irgendwie ein Unterschied zu erkennen? Ich frage für einen Freund. Halt, stopp, da ist so viel Holz und alles und... Und da ist Scrap Metal. Ah, oh, stopp, 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 stopp. Andere Richtung. Ich hab's gewusst. Komm ich da noch dran? Oh, Inventory voll. Ernsthaft? Bremse. So, warte, ich fülle mal eben den Container. Wir haben ja wieder ordentlich gesammelt. So, Holz, Holz. Alter, Holz füllen wir richtig viel, ne? Müssen echt mal gucken, dass wir... So, warte mal, das werde ich essen. Ich glaube, das Fleisch bringt, glaube ich, auch mehr, ne? Als wie, so, zu trinken haben wir jetzt genug. Als wie... So, das kann da rein. Das Fett packe ich mal... Haben wir da noch Platz? Nee, ne? Doch. Das Fleisch kann ich gar nicht grillen, ne? Oder? Nee. Ich brauche da eine Küche für. Toll. Die können wir erst im nächsten Rezept, glaube ich, ne? Im Research, glaube ich, lernen die Küche, ne? Ja, scheiße.
Gut, ist nicht schlimm. Ich will mir einmal schnell jetzt das Dings holen. Das Scrap Metal. Und dann können wir schon direkt weiter düsen. So. Noch sieht es nicht so aus, als würden wir irgendwie wieder einen Bereich betreten. Aber ich kann mich auch irren. Aber schön, dass wir einmal Fett gefunden haben. Einmal ist kein Mal, ne? Besser wie gar nichts.